So, Freunde, und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Red Faction. Oh Gott, jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Red Faction Armageddon. Runde 2, Aufnahmesession 2, wie auch immer. Wir sind hier unter der Erde und müssen jetzt weiter vordringen. Sind deshalb in diesem Walker. Und ja, ich habe es schon mal bei der ersten Aufnahmesession gesagt. Ich finde dieses Spiel einfach klasse. Okay. Wir nutzen Maus 1, um einen Magneten an einem gültigen Ziel festzumachen. Wir nutzen dann Maus 2, um einen Anker festzumachen. Ne, halt, Maus 1. So, aha, okay, das ist cool. Können wir eigentlich auch Waffen wechseln? Nee, vorerst noch nicht, so wie es aussieht. Ach so. So, jetzt aber Moment mal. Moment mal. So. Centuries, as in more than one? Yes. I'm starting to think Carl was right about this job. Es scheint ja noch sehr interessant zu werden. Was genau denn das hier für Tempel sind? Oh, I don't like that. The temple is not entirely stable. Thanks, genius. Okay. Is that who I think it is? Gabek, former altar scientist. Died during Parker's Rebellion circa... Yeah, I got it. Creepy looking bastard. Sieht wirklich unheimlich aus. Auch diese merkwürdigen Statuen hier. Never seen anything like that before. These statues predate every other object in this temple. Hmm. Okay. Which way, Sam? Scans are showing an unknown structure in the chamber ahead. Okay. Okay, gut. Es ist ja noch alles recht vage gehalten hier. Worum es denn nun genau geht? Die Oberfläche verwüstet durch die Zerstörung des Terraformers. Müssen wir ja jetzt hier unter der Erde hausen, mehr oder weniger. Und ich bin jetzt mal gespannt, was hier jetzt alles auf uns zukommen wird. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Kenne ich mit der Story des Spiels auch nicht unbedingt so gut aus. So, aber jetzt brechen wir am besten erstmal durch diese Tür. So. Moment, das muss auch noch weg. So. Wow, was ist das? Well, that's different. There's nothing down here but some big metallic ominous looking thing. Right, we want what's under it. Was? Under? You sure about that? Look, if you can't handle the job. Not a problem. Sam. Let's crack her open. Siegel zerstören, was? Ihr seid doch wahnsinnig, ey. Also irgendwie kommt mir das nicht unbedingt wie eine gute Idee vor. Muss ich ehrlich zugeben. Und bevor ich jetzt das ganze Teil zerstöre, gucke ich lieber mal, nicht das hier noch. Ey, ganz ehrlich. Ich zerstöre die Statuen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil... So wie ich dieses Spiel einschätze, stehen die nämlich, wenn wir die Siegel zerstört haben, ganz spontan auf und machen uns platt. Deswegen zerstöre ich sie lieber gleich und bete einfach mal, dass ich recht habe. Oder vielleicht doch nicht. Die sehen nämlich so verdächtig aus, das ist... Oh. Das ist... Das kommt mir wirklich sehr, sehr verdächtig vor hier. So, gut. Bleibt noch eine. Wahrscheinlich machen wir das jetzt einfach nur aus der stupiden Idee heraus, dass es Feinde sind. Einfach nur, weil es so aussieht. Wahrscheinlich kommen die Gegner jetzt irgendwo, was weiß ich, von der Decke oder... Ja, ich weiß. Ich beschwör's schon wieder. Boah.
So, jetzt komm schon. Wow. Okay. Wir haben es gleich. Na komm schon, jetzt zerberste. Okay. Wir haben es fast. Jetzt komm, lad nach. So, okay. Dann haben wir noch das. Das. So, und jetzt haben wir noch das hier weg. Jetzt müssen wir es aber auch langsam mal echt haben. Weil das mit dem Magneten ist auch schon wieder so was Cooles, so ein cooles Feature, wie das Zusammenbauen oder das Wiederaufbauen, was unser normaler, sag ich mal, normaler Charakter ja hat, der ja jetzt eben in diesem Roboter steckt. Oder in diesem Anzug steckt, wie auch immer. Also eigentlich müsste das jetzt echt mal hier... Was? Wieso kann das nicht zerstört werden? Das? Das geht. Okay. Okay. Sieh einer an. Huch. Boah. Okay. Whoa. What happened? Guess we weren't supposed to take the cap off. All systems appear stable. Good. Okay. Down the hatch. Oh. Life forms approaching. Numerous life forms. Oh nein. Yeah, you must be reading the salvagers. Negative. These are non-human. Non-human. Approaching your position. Rapidly. Hey, something's moving down here. Hey, you read me? Like, I don't know what this place is, but pull me the hell up. That won't be possible, Mason. Hey, this gibt's nicht. The true masters of Mars. Hell? Yes. Thank you for opening the seal. Despite the generations of bad blood between us, you will be honored in our lore. Ach du Heilige. Wake up, you piece of... Rebooting. Initializing startup protocol. Oh, Freunde, nicht gut. Magnetwerfer, Maus 1, erster Schuss, Anker, Maus 1, zweiter Schuss, Attraktor. Das kennen wir ja jetzt schon. Können wir jetzt eigentlich Waffen wechseln wieder? What the hell happened? Unknown. Data recording was knocked offline, presumably during the crash. The last entry was 74 hours, 32 minutes ago. Wait, we were out for 3 days? Affirmative. Holy shit. I'm detecting an unknown life form. No kidding. Okay, wir haben jetzt also, ich will meine Waffen hier durchprobieren, den Magnetwerfer, zwei Pistolen und den Vorschlaghammer. Schade, dass wir Sturmgewehr vom Anfang nicht mehr haben. Oder die Plasmakanone, aber um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ey, ich bin froh, dass ich das Spiel nicht bei Nacht spiele. Gott, ey. That hole the only way out of here? Ihr seid doch echt Schweine. Oh. Oh, ey. Oh. What is that thing? Sam? I really don't like this. Und ich mag's auch nicht. Can you get in contact with Bastion? We have to warn him. I have made 36 unsuccessful attempts to contact Bastion in the last minute. Great. Oh Mann, Freunde. Puh. Oh Gott.
Boah, Freunde, das ist scheiße gruselig. Hallo? Ja, genau, ruf doch erstmal. Is anybody here?